Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärenbande. Wir sind heute beim 74. Doch 74. Tag und 74. Folge, dem 28.11. und spielen natürlich wieder gegen Zerg. Auf dieser Map kann man einen schönen Build-Order, eine schöne Tempest-Build-Order spielen, die ich aber immer noch nicht kann. Ich erzähle an denen dauernd davon, aber ich habe, wie gesagt, ich habe es mir noch nicht reingeprügelt. Könnte es aber mal probieren. Fast Tempest. Mal sehen. Will ich mir noch. Erstmal müssen wir gucken, wie der Zerg ist. Oder wie er spielt, wie er anfängt, wie. So. Wir sind links oben gestartet. Ich wünsche dem Zerg Good Luck gefangen. Und nehmen die Sonde und bauen unten. Das ist ein ganz schön langer Weg, ey, bist du, ey. Was ist das hier eigentlich? Na, egal. Ich muss sagen, der Weg ist ganz schön weit. Bis zur Echse. Heile noch ein bisschen später durch. Ich finde auch blöd, dass man nicht richtig sieht, wo man wo was hinbauen muss. Also, man hat zwar das Raster, aber irgendwie ist die Map sehr gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Keine Echse? Überhaupt keine Echse. Gut, keine Echse. Puh, ist schon fertig. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, die Zerg. Es ist eine absolute Zerg-Map. Absoluter Zerglinger, den. Ich sag immer noch nicht. Ich kann noch mehr Linger, alles klar. Ich nehme noch Boomlinge dazu. Ehre den Deiner. Gut. Nicht so, und der holt uns jetzt auch unsere Echse. Ich gerade hier eine Sonde hier unten gehabt. Forschung abgeschlossen. Ihr habt nicht genügend.
Dimensionalstränge abgestimmt. Die Stränge des Schicksals. Keine Echse, keine Echse. Keine Mutti, doch eine Mutti. Der Weg ist klar. Teleportation erfolgreich. Extrapoliere Stränge. Es ist vorherbestimmt. Nasuktai. Wo verbirgt sich der Feind? Das Zeitfenster ist klein. Ich sehne mich nach dem Kampf. Ihr benötigt mehr des Fingers. Ihr sucht Führung. Aber was? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ja, wie würden wir das noch gewinnen ohne alles? Ihr benötigt mehr des Fingers. Wie kann ich euch? Da ist der Nächste. Ehre den Dalai Lama. Ich füge mich für die Ehre. So begegnen wir unserem Schicksal. Verstanden. Sognaku Afal. Das Zeitfenster ist klein. Ihr müsst zusätzlich benötigen Unterstützung. Ein Leben für Ajur. Wir werden die Rache üben. Shit. Ein Leben für Ajur. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Sie brechen durch! Mineralienfeld erschöpft. Ich verstehe. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche... Sie brechen durch! Das Zeitfenster ist... Die Himmel warten! Ach ja, immer der Nächste. Erneut die... Mein Leben! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Upgrade durchgeführt. Sie brechen durch. Phasenkristalle aufgenommen. Dies müsst ihr, eure Krieger bekämpfen den Gegner. Forscht. Ihr habt nicht genügend. Sag, die Templar.
Was für ein Arschloch, ey. Was ist das jetzt? Jetzt quittet er noch. Ganz komisch. Erst mich mit seinem Link reinkommen und dann. Tja. Den haben wir fertig gemacht. War jetzt nicht so berauschend, was er da gebracht hat. Ich nur alle, naja. So, noch ein Streamer, ein kleines. Sind wir eigentlich wieder kurz vor. Ja. Sind wir wieder kurz vor Dia 1. Ich habe festgestellt, mit diesem Account bin ich im Team nur Platin gerankt. Hm. Ja, egal. So. Tja, unsere 100-Tage-Challenge nähert sich auch langsam bald wieder dem Ende. Wir haben jetzt das gleich das letzte Viertel vor uns bald, also ab morgen. Ja, ich habe übermorgen theoretisch, aber. Ja, sag ich ein Fazit schon mal, sag ich dann. Ne, sag ich am Ende des Ganzen. Oh, gegen den haben wir doch schon mal gespielt, oder? Wieder gegen Protoss. Das ist so irgendwie so ein Aufstiegsspiel, so gegen Protoss. Verstehe halt nur nicht warum. Ihr habt nicht genügend Mineralien. 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 Also, gegen Protoss fällt es mir gerade schwer, weil ich da noch nicht genau weiß, was und wie ich spiele. Flieger könnten hart sein. Dafür spielen wir ein stinknormales Wacko-Game. Im Two-Gate-Opening. Könnte halt auch hier ein extrem Canon-Rush-Map sein, aber da kenne ich mich auch noch nicht genug aus. Es ist halt ein bisschen immer das Blöde am Anfang der Season. Man weiß immer nie, was auf einen so richtig zukommt und wie die Maps sich so spielen. Ich finde kein Canon-Rush. Boxen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also wenn die Sonne bei uns nicht ankommt, wird auf jeden Fall irgendwo ein Proxy geht oder irgendwo Pfeil entstehen. Guck bei uns an, alles klar. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich hab's nur selber. Ja, genau. Ehre den Dai Lam. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir kommen. Die Schlacht wartet. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Die Templer rücken vor. Hoher Salah. In die Schlacht. Die Templer rücken vor. Ja.
genug Zeit. Ich verstehe. Oh, oder Uni. Extrapoliere Stränge. Es ist vorherbestimmt. Wir müssen aber irgendwas scouten, aber geäxt hat. Nee, nicht. Das brauchen wir. Das geht ja nicht mit der Sonne scouten. Ich kann da auch. Ah, oh, nein! Ich bin hier. Ich muss meinem Orakel scouten. Ihr habt nicht gelügen. Heratak Kural. Kalibrieren. Die Stränge des Schicksals. Der Weg ist klar. Die Sterne. Robo? Hab ich noch nicht gesehen, ne? Ich bin hier. Irgendwo die Tees. Unsere Schicksale sind vereint. Tipp ich drauf. Ich bin hier. Ihr benötigt mehr Vespin. Der Feind hat uns entdeckt. Soknaku Afal. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Volle Systemleistung. Phasen. Energie bei 100%. So soll es geschehen. Erneut. Ihr benötigt mehr Vespingas. So, machen wir mehr Gas. Upgrades sind da ja auch schon. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir werden Rache üben. Nicht genügend Energie. Dann nehmen wir auf jeden Fall schon eine vierte, eine dritte. Bündelt das Licht. Brauchen wir noch ein Orakel? Ich habe keine Ahnung, was er macht. Da kommt er. Link ist da. Sagen wir mal einfach ein Go. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ist das Ding schon durch? Ja, ist schon durch. Na, sucht ein Omen. Es ist vorherbestimmt. Pylonen bauen. Mein Leben! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Oh, nicht Ticker. Genügend Energie. Ihr müsst zu. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir was ein paar rüberschieben. So, wir gehen mal gucken, ob er was hat. Es ist vorherbestimmt. Die vorne die Ex schon hat. Ist klar.
Nee. Mineralienfeld erschöpft. Prismakern online. Extrapoliere Stränge. War das nicht viel? Lasst uns beginnen. Nein! Meine Arche und es sind viel zu wenig Zeug. Ihr benötigt mehr Wissen. Mein Leben für Ajur. Erleuchtet mich. Wir sind das Licht der Kamera. Wieder gegen Toss verloren, ey. Ach, diese scheiß Gebäude, die hier rumstehen, die man aus dem Kopf klickt. Naja, GG. War jetzt nicht besonders von mir. Und wieder das Aufstiegsspiel verkackt. Die ganze Zeit war mein Wert meiner Armee viel größer als seine. Weil ich die Archons vergessen habe, weil ich zu wenig Zeug hatte. Ach, naja. Abgetischen wir mal vorne. Naja, gut, egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, tschüss, Mutibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutibär. Tschüss, tschüss.